So. Muss ich noch einmal da den Ton ausmachen. So. Sind wir auch, oder da sind wir dann auch wieder zurück, Entschuldigung. Nebenbei habe ich auch den Controller an Strom gestöpselt, vorsichtshalber. Nebenbei unten rechts, wo der Joker ist, seht ihr jetzt, wo mein Joker ist, sollte eigentlich das Symbol sein für überladen. Aber da ist wie gesagt der Joker drüber. Wie gesagt, aufgezeichnet wird das mit, also das Symbol und so weiter, auch das, was ihr unten links seht, mit den Status der Lebensenergie. Aber wie gesagt, der wird jetzt unten gerade vom Joker leider überblendet. So, ich habe 4 davon. Okay, davon habe ich 2. Irgendwo hatte ich auch noch die scheiß Hagebutte. Hagebutte und, genau, es fehlt noch Pilze und diese Blechdinger. Wie viel habe ich jetzt? 6 Kilo und zu viel. Ach ja, ich sollte mal was. Nein. Essen. Nochmal zusätzlich. Wie gesagt, ich brauche nochmal. Pilze. Da oben haben wir unser Gedöns. Das Wichtigste sind jetzt die Pilze und diesen Bart-Sharp-Gedöns. Für den Bart-Sharp braucht man ja 3 Stück, um einen Verband herzustellen. Ich soll ja 8 Dinger einsammeln. Das heißt, aus 8 Dingern, wie gesagt, 2 Verbände und 2 hat er dann noch übrig. Hätte man eher 9 einsammeln sollen. Dass man sagen kann, jopp, er kann 3 draus stricken, ist ungefähr. Ja, wir gehen jetzt erstmal da lang. 3 Schuss habe ich noch geladen. Und falls mal ein Wolfi kommt, dass man ihn abknallen kann. Wenn er mir zu nah kommt. Ja, es sind Hirsche, da haben wir wieder unseren Bartgedönszeug. Aber hier haben wir reichlich. Wir haben da 2, dann haben wir da nochmal 2, dann haben wir da nochmal 2 Bäume. Also insgesamt müsste ich jetzt hier eigentlich reichlich kriegen. Soll ich die hier hinten schon nehmen oder soll ich erst. Ich nehme erstmal hier vorne. Na komm. So. Davon habe ich 2 und 1 zurück. 7 habe ich jetzt so eingesammelt. Dann gehe ich nochmal zu den da hinten. Sammle die mir nochmal ein. Und dann erstelle ich nochmal einen. Auch wenn ich Verbände genug eigentlich habe. Was das betrifft. Dass man besser.
Anzeige teilweise mal nicht so richtig ist. Na, da war er. Na, die Anzeige ist ein bisschen doof. Wie war das nochmal? Habe ich jetzt 12. Irgendwie. Ach ne, so müsste ich gehen. 3 brauche ich. Das heißt 12, 11, 10. Das heißt, ich habe den 9. Ne? Ja. So. Mehr will ich auch gar nicht erstellen. Wie gesagt, ich brauche jetzt nur noch die Pilze. Davon habe ich nämlich nur 3. Ich erstelle einfach mal ein so ein Ding. Nö, hat sich da auch nichts geändert. Laden wir nochmal. Der ist jetzt 24 Minuten alt. Habe ich ja da gespeichert, genau, bevor ich ja losgegangen bin. Weil lasse ich die nämlich so ein Rohmaterial. Bevor ich da jetzt irgendwie was hätte vielleicht falsch gemacht, sag ich mal so. Wie gesagt, ich brauche es praktisch. Die Pilze brauche ich ja praktisch schon noch. Da weiß ich nicht immer, wo es diese Pilze sind, an welchem Punkt. Also das mit dem Rohrkolben jetzt hier gerade, das war jetzt in dem Sinne zu 50% gewusst, dass die meistens an Seen, Teiche, Flüsse etc. sind. Aber die Pilze habe ich ja gesagt an Bäumen. Die sind aber nicht unbedingt, wie ihr gesehen habt, an jedem Baum, sondern halt manchmal an dem Baum, der vielleicht tot ist, wo wir vorhin ja 3 Stück gepflanzt, gepflanzt haben, nicht gepflanzt, auch nicht gesät, geerntet haben. Mein Gott. Komm, gib mich einmal. Dafür, man weiß ja nämlich nie, ob sich hier was ändert.
kannst du mich abhauen. Ich sammle denn erstmal gleich hier die Dinge ein und mach mir davon noch einmal gleich ein Dingerich. Mir noch 5 Pilze. Dann hätte ich die, wie gesagt, auch durch. Das ist ein Galopp 1. Ne, Heinz, genau, dich brauche ich aber nicht. Orb. So, und dann wollte ich ja einen davon noch einmal erstellen. Also ich habe einen Rest von 9 habe. Wie gesagt, das Problem werden jetzt diese restlichen Pilze sein, weil ich wollte gerade sagen, dass mein Bild da im Remote Play grau ist, aber ich laufe ja gerade den Schneeberg hoch, weil ich den Schneeberg angeglotzt hatte. Wie gesagt, die Pilze sind dieses, sag ich mal, dieses Risiko. Da gibt es in dem Sinne keine festen Orte, wo man sie auf Anhieb, sag ich jetzt mal, finden würde. Also wo ich jetzt sagen könnte, jop, da und da findet man welche. So, ich laufe mal kurz hier hoch. Also wie gesagt, das ist, wenn es in der Aufnahme mal kurz ruckelt, ist das normal. Das liegt aber am Spielen, nicht an der Netzverbindung. Weil im normalen Spiel, wo ich jetzt nicht ohne Remote Play aufgezeichnet hatte, hat es ja teilweise auch geruckelt, oder was heißt geruckt, das hat einmal sozusagen nachgezogen. Okay, da kann ich nichts erspähen auf Anhieb. Man muss auch immer darauf achten, man sollte den Baum nicht nur von hinten betrachten, man sollte praktisch eigentlich um den Baum einmal rumlaufen. Meistens, wenn man, kann man es im Umkreis schon erkennen, wenn man zum Beispiel einen Baum hat, wo man einen sieht, dann weiß man, hängen da auch ein paar mehr drum. Aber ich nehme an, dass man eher um tote Bäume oder Stumpfresten eher gucken sollte. Da hinten sind die Bahngleise wieder. Das heißt, ich kann ein bisschen da lang laufen, weil da hinten kommen dann wieder unsere zu trage, unser Wächter, sag ich jetzt mal, der Wildjäger. So, hier haben wir ein paar Baumstumpen. Da zum Beispiel. So, dass man sich. Habe ich die von nicht angeschlagen gesammelt? Oder war das an dem hier vorne?
Ah, das war doch von, wo der Wolf mich angegriffen hat, ne? Genau. Da hab ich, glaube ich, von dem oder von dem oder von dem da, oder einen von denen eingesammelt. Aber hier haben wir dann so die Region, wo alte Hütten stehen, sag ich mal so. So, und gucken wir mal auf die Karte. Also, wenn ihr dann an dieser Mission seid, wir müssten jetzt ungefähr. An denen sind wir jetzt vor. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Genau, das ist da. Da ist der Berg. Das heißt. Das heißt, wir müssten in etwa irgendwie so in diesem Bereich sein, zwischen diesem See und unserer Hütte. In dem Bereich bekommt ihr auf jeden Fall, in diesem großen Bereich, also ihr, wenn ihr hier hinten seid, am Aussichtsturm, seid ihr vielleicht schon zu weit gegangen, das heißt zwischen Aussichtsturm und ihm bekommt ihr diesen Bartgedöns, diese Fasern, die ihr zum Verband machen könnt. An den toten Stumpen bekommt ihr halt dann die Pilze. Und Hagebutte steht hier auch verteilt. Aber hier bekommt ihr hauptsächlich diese Bartflechten und die Pilze. Die Rohrdinger bekommt ihr hier unten am Teich, meistens an der Seite, wie ihr gesehen habt. Und auch eventuell da auch Hagebutte, aber Hagebutte liegt entweder mehr auf der Seite oder mehr auf der Seite, da müsst ihr gucken, aber hauptsächlich bekommt ihr hier rechts am See den Rohrkolben, eventuell auch Hagebutte und hier bekommt ihr auf jeden Fall eure Bartflechten und die Pilze und eventuell auch die Hagebutte. Oder wenn ihr zum Beispiel ein verlaufenes Dorf findet, wo wir vorhin waren, hier dieses, war das auf der Map? Hier haben wir ja das tote Holz, da sind wir vor. Sind wir jetzt hier? Ne, wir sind da bei der Tiefe, genau. Tote Holz. Irgendwo war doch das, genau. Holzfällerlager. Zum Beispiel hier. Ist ja, sind da diese drei Wohnwagen, da kann es sein, dass ihr denn da auch dieses Baddinger oder, Pilze, vielleicht auch Hagebuttentee dort findet. So immer da, so Wohnwagen stehen. Und da, wo man denkt, ach, zum Beispiel beim Damm zum Beispiel, da finde ich eh alles nicht unbedingt das, was ihr gerade braucht. Denn man kann alles finden, aber meistens findet man genau das, was man eigentlich gar nicht braucht. Nur weil ich jetzt komplett auf den Berg laufe. Lass mich, ey, fick dich doch, Alter. Ich hasse es teilweise, dass die genau denn auftauchen, wenn man sie gar nicht braucht, Alter, ey. Nein, ich will den hier erstmal nehmen. Aber ich wollte jetzt nämlich nicht. Okay, auf den Berg laufen, sonst wäre ich noch nicht runtergefallen. Okay, ich wusste jetzt nicht so, dass wir weit davon waren. Also waren wir doch gerade laut Karte. Weil wir sind jetzt gerade hier. Das heißt, wir waren gerade im Gebiet des toten Holz. Boah, gerade das Gedöns geholt hat. Ich dachte, ich wäre ein Tick tiefer drin. Aber naja. Er ist müde, ihm ist kalt. Aha, trinken brauche ich nicht. Habe ich überhaupt Essen? Ja. Wie gesagt, eigentlich
habe ich ja alles eingesammelt. Also lerne, wie man die essbaren und heilenden Pflanzen auf großer Bär erkennt und erntet. Also ich habe jetzt alle geerntet. Das heißt ja rein rechtlich, ich soll sie ja also ernten. Okay, ich habe jetzt manches gecraftet im Nachhinein, zwei Verbände, aber das ist egal. Oh, Birke. Birke ist immer gut. Also ich möchte vorher kurz einmal bei ihm ankommen. Kann das sein, dass die Birke immer wieder hier neu spawnt oder sowas, wenn man das Spiel verlässt? Okay, ich spiele auch auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, da wird denn, glaube ich, immer, wenn man das Spiel dann neu startet oder dann aus dem Spiel rausgeht, also komplett aus dem Spiel und dann wieder reingeht, dass man dann die Sachen, bestimmte Sachen, sage ich mal, wieder spawnen. Ich glaube, umso höher wieder Schwierigkeit, was ich ja am aller Anfang vorgegeben habe, in Episode 1. Umso höher der Schwierigkeitsgrad natürlich dann wird, umso weniger ist denn nur noch vorhanden. Das heißt, wenn man denn gespeichert hat, man geht aus dem Spiel raus und man macht dann 2-3 Tage später weiter, dass man, glaube ich, dann nicht mehr an den Stellen dementsprechend wiederfindet. Das kann ich, ja, so komme ich auch sonst immer. So, ich bin jetzt ungefähr da. Also ich müsste, irgendwo hier müsste, eventuell. Eine Vorratskiste sein. Die soll denn aber, wenn denn hier eher hinten genagelt sein. Vom Ausführungszeichen. Sollte denn. Ich denke mal, der große soll es nicht sein. Ja, so im hinteren Bereich. Ich glaube, ich habe hier schon ein paar Mal schon geguckt. Und nicht gefunden. Ich denke mal, da sollte er nicht liegen. Wie gesagt, er kann auch hoch da unten liegen. Aber ich will es hier. Hallo, komme ich nochmal hier rauf? Natürlich komme ich hier nicht komplett rauf. Das war ja klar. Na, ich sollte auch mal langsam wieder zurückstiefeln. Also hier ist er. Nicht. Weil dahinter ist ja auch noch ein Berg. Oder? Ich weiß halt gesagt, teilweise liegen die Punkte so, sag ich mal, doof. Man denkt, ah, da müsste er liegen und dann liegt er meistens auch, ups, irgendwo am Berg dahinter. Um 20 Meter versetzt oder so ein Scheiß. Das finde ich teilweise ein bisschen, sag ich mal, schwachsinnig gelöst. Dann sollten sie sagen, okay. Also soll ich mal so einen Radius machen, so zum Beispiel wie sie bei Far Cry gemacht haben. In diesem Radius liegt der dann drinnen zum Beispiel. Dass man nur diesen Radius absuchen muss. Schön wäre es auch, wenn man sich selber auf dieser Map sehen würde, was man ja leider nicht tut. Zum Beispiel
Ich stehe jetzt genau vor der Hütte. Ne? Ist aber die Frage, wie stehe ich denn vor der Hütte, ne? Das ist der springende Punkt. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Habe ich auch das Mikrofon an? Ja. Wenn es an ist, leuchtet es blau. Wenn es aus ist, leuchtet es rot. Und wenn ich nur auf stumm habe, leuchtet es, glaube ich, lila. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Ja, mein Freund, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Schlafe ich erstmal 6 Stunden. Hat nämlich noch was anderes zu tun erstmal. Bevor ich dir vorher bei dem Szenario auf die Presse falle. So. Fangen wir erstmal an zu trinken. Jeremiah. So, jetzt guck ich mal. Nee, hat nichts gemacht. Story. Hört mir auch. Nichts angezeigt. Also meistens ist es so, wird die Hauptstory mit einem Ausführungszeichen. Wie gesagt, auf der Map markiert. Zum Beispiel suche da, da und da für den Scheiß. Zum Beispiel wie jetzt hier. Ne, das ist ja Schiss am See. Die haben wir ja aber absolviert. So, ich soll jetzt hier lernen, wie man den essbaren und heilenden Pflanzen. So, gehen noch mal kurz auf die Story. Survival lassen. Sprechen. Das Überleben geht vor. Wir machen weiter, sobald du deine aktuelle Lektion abgeschlossen hast. Du bist doch doof, Alter. Ich schlafe jetzt. Da ist er. Einmal vor der Tür wegen dem Lagerkollaps. Da war ja so, verbringe ein bisschen Zeit im Freien. Deswegen panne ich jetzt mal ohne draußen. Nochmal 2 Stunden. Huch! Nein, gib her. Das hat er gegessen. Mache ich 2 Stunden, dann müsste es, glaube ich, vorbei sein. Oder sollte es? Da. Wir gehen natürlich jetzt nochmal eine Runde rein, natürlich. Um das natürlich zu untergehen, dass ich nicht hier draußen sterbe wegen Erfrierung. Thank you.
Sonderkühlung ist geheult. So soll es natürlich auch sein. So, unsere Aufgabe ist es ja, da steht, lerne, wie man das essbare und heilende Pflanzen auf großer Bär erkennt und erntet. 0 von 8. So, da habe ich jetzt 9 von 8. Ja. Hier habe ich 9. Hier habe ich 24. Es wird auch nicht irgendwie angezeigt, von wegen, was man sonst machen soll. Fange ich mal hier an. Wie gesagt, das taucht, glaube ich, jetzt jedes Mal mal auf. Ich mache das einfach mal so, dass ich das bei ihm jetzt einfach mal in die Truhe mit reinlege jetzt. Weil ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt die Sachen herstellen soll oder ob ich ihn die einfach nur geben soll. Weil geben kann ich sie nicht. So, dann bekommt er den, okay. Okay, so war richtig. Ich hätte nur, reinlegen müssen. Okay. Weil steht ja, stand, wie gesagt, stand ja nur ernten, nicht von wegen, oder in die Kiste legen oder herstellen oder was auch immer. Aber ich bin schon wieder etwas über 33 Minuten. Eigentlich habe ich doch schon alle Nutzpflanzen, hatte ich gerade abgeschüttet. Okay, das wird nicht anerkannt. Okay, hier hat er auch nichts gemacht. Jetzt muss ich einmal den also ich habe 1, 2, 3 gemacht. Lernen, wie man Köder erstellt und Fische fängt. Lernen, wie man Reh und Dings macht. So. Ich habe Angeln, ich habe Jagen und ich habe Nutzpflanzen. Das heißt ja eigentlich Kleidung. Wind und Feuchtigkeit können...
Okay, mach ich dich. Lerne, wie man Kleidung repariert und ausbessert. Das wird dir eines Tages gelingen. Finde den Aussichtsturm, an dem Jeremiah Felle zum Trocknen aufbewahrt. Repariert Jeremiahs Mantel. Okay. Das ist ja relativ auf der Karte einfach zu finden. Das heißt, da gehe ich einfach von hier einfach gleich zum Bärchen. Warum kann ich eigentlich nicht einen getrockneten Darm einfach mal essen? Was ist ja eigentlich ja nicht so schwer, oder? Dass man den getrockneten Darm einfach für andere Zwecke nutzt. Wenn man sagt, Braten, Essen, fertig. So, der Aussichtsturm ist in diese Richtung. Hoch. Habe ich Übergewicht? 6 Kilo Übergewicht, Alter. Wovon habe ich denn so viel? Mein Freund. Willst du mich doch wohl verarschen? Ja, 3 Kilo Wasser, ist ja klar, ne? Wie viel Schuss habe ich noch? 3. Null. Ah. Ich schwör's dir, wenn ich einen Wolf finde, schlasse ich ihn voll den Wolf aus. Natürlich müsste der Wolf auf einer größeren Distanz natürlich sein. So, wo haben wir jetzt mal? So ruhig. Aussichtspunkt. Dann müsste hier irgendwo rechts gleich auf dem Berg. Na, hat hier in der Nähe irgendein Wolf wieder was gerissen? Dann müsste es da hinten sein. Jo. Birke. Oder ich sollte wieder angeln gehen. Da noch so eine Möglichkeit. Aber erstmal muss ich, meinen Weg finden. Ich bin ja von... Wie bin ich denn gegangen? Ich bin ja von ihm jetzt gegangen. Das heißt, ich müsste irgendwo, glaube ich, hier sein. Das heißt, ich müsste gleich ein Stückchen weiter nach links gehen. Das links ist ein Kanickel. Genau, hier haben wir jetzt unser... unserem See, wo wir geschossen haben. Das heißt, namensloses Tal, genau, das ist ja da. Das heißt, der müsste hinterm Berg sein. Der ist es nicht. Das ist ein Sendemast. Das heißt, er müsste die Richtung sein. Aber ich will will ich jetzt nicht schießen. Oh!
Er packt die Waffe weg. Dann nicht. Das war jetzt ein, ein schneller Schuss. This pack is getting too heavy to carry. Ja, ich mach gleich mal ein Feuerchen an. Da hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass dieser eine Schuss jetzt getroffen hat. Ich dachte, ich hätte erst vorbeigeschossen. Da hinten sind die Gleisen. Da kann ich aber schlecht. Erkennen. Nein, nicht so. So. Der hört vom Berg auf. Das heißt, ich muss noch einmal um. Also, wo ich Berg rum und dann ein Stück rechts bin ich bei der Hütte. Laufen kann ich, da ich 20 Kilo Übergewicht habe. Da muss ich hin. Glaube ich, ne? Ich benötige Brennstoff. Ist ja mal der Hammer, Alter, ey. Das ist ein Stein. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sehen, wie weit ich von dem weg bin. Aber da wäre ich wieder falsch gewesen. Ah, ich gehe mal wieder runter. Also wenn ich gleich sterbe, eher wegen Verhungern. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie weit der Scheiß entfernt ist, wo ich hin müsste. So. Ja, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es... Ja, ist doch gut, mein Freund. Ich kann es nicht beurteilen, ob es genau jetzt... Das ist aber nur eine Radioantenne. Da muss ich... nicht hin. Ich hab den Wolf schon gehört, deswegen habe ich... nichts gemacht. Weil es wäre jetzt Unfug gewesen. Oh. Mir gedacht, das ist nur ein Funkmast und er wird hier nicht angezeigt. Hallo? Nee, den wollte ich nicht. Ich wollte... Okay, jetzt könnte ich rein rechtlich ein
Feuerchen machen. Der Wolf geht da hinten. Alter, ich hasse diese Scheiße, ey. Der läuft doch immer genau so, dass er wieder auf mich zurückkommt, Alter, ey. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, Alter. So 46 Minuten. Anscheinend habe ich mich jetzt wieder total verlaufen. Denn ich bin wieder mal total komplett falsch. Das heißt, der Zug musste da sein. Beziehungsweise da und dann einmal rum. Also ich kann auch bei der scheiß Sonne jetzt gerade nicht relativ weit gucken. Wie falsch kann ich gar nicht sein, ne? Alter, wie ich das doch hasse, ey. Dass man so komplett falsch gelassen wird, ey. Rodungsfläche. Wo ist die verdammte Rodungsfläche? Die ist hier oben, ne? Da bin ich. Da. Wo bin ich denn bitte schon vorhin falsch abgebogen? Och man, fick dich doch, ey. Ganz ehrlich, langsam habe ich keinen Bock mehr auf diese Ficke, Alter, ey. Was brauche ich für was? Blutverlust. Infektion. Nach 15 Minuten, das heißt, wir müssen gleich wieder einen Cut machen.
Ich habe mir jetzt auch nichts gemacht, weil es wäre jetzt schwachsinnig geworden. Wozu habe ich die ganze Zeit eigentlich Birke dabei? Sei ruhig. Ja, ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen Bock, ey. Da geht man schon den richtigen Weg und man verläuft sich trotzdem, Alter. Da ja, habe ich ehrlich gesagt. Keinen Bock drauf. Was bist du eigentlich? Rohrkolben. Wieso habe ich hier noch Rohrkolben drin? Ah, genau, meine Mission ist sie, genau. Und ich bin ja am See vorbeigegangen. So, ne? Und dann bin ich ja laut See rechts gegangen. Wo ich ja von das Reh geschossen hatte. So, wie, wenn ich jetzt rechts lang gegangen bin, wie kann das sein? Hier war das Holzlagerfälle. Dass ich da auftauche in dem Gebiet. Wie kann das sein? Wenn ich da hier bin und mich rechts halte, wo ich weiß, da sind diese Wichsgleisen. Aber naja. So, da wir aber gleich wieder einmal die Stunde voll haben. Wir sind gerade bei 52,50. Tue ich einmal kurz eine Runde speichern. Da habe ich, wie gesagt, gespeichert. Was ich auch nicht raffe, ist, sofern ein separates Menü kommt, wo man es eintippen muss, dass das Aufnahmeprogramm sofort rausspringt, egal ob man jetzt auf Pause klickt oder nicht, und die Aufnahme automatisch abbricht und so weiter und so fort. Das finde ich so eine kackendreiste Sache. Jetzt habe ich wieder neben der fast einstündigen Sendung wieder 3-4 pisskleine Bereiche, die ich wieder zu einem wichsgroßen Scheißdreck machen muss. Ey, es ist egal, wie du es machst, es ist so scheiße oder so scheiße, ey. Und ich habe auch keinen Bock, mir eine Gaming Capture zu kaufen, um einzubauen, um extra diese Scheiße zu. Obwohl, das wäre genau das gleiche Prinzip, wenn ich nämlich mit Benny Cameras alles abfilme über die Band, übers. Die Capture Card. Mit Bennycam alles abfilmen, ist das genau das gleiche Prinzip. Also von daher ist es eigentlich nur schwachsinnig gelöst von den Idioten, ganz ehrlich. Das bei einem Ex, weil wenn ich auf dem PC eine Aufnahme mache und ich muss da zum Beispiel für einen Speicherpunkt etc. einen Namen eintippen, da springt da nicht raus. Aber kaum macht man eine andere Aufnahme über so irgendeine Scheiße und man muss was eintippen, weil bei 7 Days to Die damals genauso auf der Konsole, dann springt da sofort raus und alles ist weg und hast du nicht gesehen. Als hat er dann sagt, okay, bevor ich jetzt die Aufnahme beende, dass er dann automatisch auf Pause geht und dann wieder reinspringt. Aber nein, das schafft das System ja nicht, aber egal. Das war jetzt hier sozusagen unser zweiter Part, bevor wir, wie gesagt, losgehen. Und wir machen gleich in der nächsten Aufnahme, ich glaube, eine mache ich nämlich noch, die Session mit Mantel holen und dann wieder zurück zu ihm gehen und so weiter und so fort, und dann mache ich dann nach der nächsten stündigen Session auch wieder den Schluss erstmal, und dann wir haben jetzt nämlich gerade 55%, das heißt, käme dann noch ein bisschen, so dass wir dann den, wie gesagt, jetzt nachher noch eine Session machen gleich, und das in den nächsten 3-4 Aufnahmen, je nachdem wie viel kommen denn bezüglich nur noch sind, das Ende von The Long Dark der Episode 2. Wie gesagt, an dieser Stelle bedanke ich mich auch erstmal beim Zugucken, obwohl ich gerade ein bisschen geflucht habe, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Wieder zurück bei The Long Dark, wo wir ihnen den Mantel reparieren und heiler machen.